So, hallo, neues Thema. Wir haben beim letzten Mal das alte Thema ganzheitliche lineare Programmierung abgeschlossen und werden jetzt ein Thema betrachten, bei dem es nicht eine Methodik im Vordergrund steht, sondern eine Problemstellung. Eine Problemstellung, die so fundamental und zentral ist, dass ich mich irgendwann vor vielen Jahren entschieden habe, dieser Problemstellung ein eigenes Kapitel zu widmen. Wir haben das Thema schon mal gesehen. Sie erinnern sich vielleicht in einem der ersten Kapitel, als es darum ging, verschiedene Problemstellungen auf kürzeste oder längste Wege Probleme zu reduzieren. Da hatten wir auch die fundamentale Variante vom Scheduling-Problem auf ein längstes Wege-Problem reduziert und können da ja. Und haben das Problem schon mal gesehen, aber ich will es doch nochmal hier einführen, damit Sie sich da nicht jetzt mühselig zurückerinnern müssen, worum es da eigentlich ging. Also Sie sehen hier nochmal der Hinweis, wir haben das Ganze schon mal im Prinzip gesehen. Jetzt werden wir es aber natürlich systematischer betrachten, dieses Thema. Und es geht natürlich, wie auch bei vorhergehenden konkreten Beispielen, konkreten Anwendungsfällen, geht es nicht nur darum, diesen Anwendungsfall zu sehen, sondern ich habe die Anwendungsfälle schon mit Bedacht auch so ausgewählt, auch hier die einzelnen Punkte, um die es hier geht, dass man hoffentlich an jedem einzelnen dieser Punkte etwas Spezifisches sehen kann, einen spezifischen Aha-Effekt haben kann. Ich habe mir das mal so irgendwann mal im Laufe der Zeit mal angeguckt, was ich alles hier in diesen Folien gesammelt habe und bin zu dem Schluss gekommen. Jedes einzelne Beispiel, was ich hier betrachte, irgendwo hat meines Erachtens einen gewissen Aha-Effekt, der fehlen würde, wenn dieses Beispiel nicht drin wäre. Also, falls Sie bei irgendeinem Beispiel keinen Aha-Effekt haben, dann könnte es sein, dass ich noch an Ihnen vorbeigeredet habe. So, hier also jetzt ein großes Beispiel, ein ganzes Kapitel für Scheduling. Es geht im Prinzip um Abläufe verschiedenster Art. Die nenne ich hier Projekte in Übereinstimmung mit der Literatur. Das können Projekte sein, wie Sie das kennen, mit einem definierten Anfang, mit einem definierten Ende. Und so betrachten wir das meistens hier auch. Aber das, was wir hier betrachten, das lässt sich durchaus auch übertragen auf andere Situationen, wo Sie beispielsweise Abläufe in Fabriken oder ähnliches haben, wo sie keinen definierten Anfang, kein definiertes Ende unbedingt haben. So, kennzeichnend ist, damit man überhaupt irgendwie handlich mit einem Projekt, das man planen soll, es geht um die Planung von Projekten, damit man überhaupt mit so einem Projekt handlich klarkommen kann, ist erstmal grundlegend, dass dieses Projekt nicht monolithisch ist, nicht eine Blackbox ist, sondern dass sie aus vielen kleinen Teilaufgaben, Elementary Tasks hier genannt, aus vielen kleinen elementaren Aufgaben bestehen, die einzuplanen sind, jede Aufgabe für sich. Diese Aufgaben werden Sie in der Literatur, in der englischsprachigen Literatur, typischerweise als Jobs finden. Ich habe mir versucht abzugewöhnen, Jobs zu sagen und andere Begrifflichkeiten zu verwenden, Aufgaben oder ähnliches oder Teilprojekt oder so. Ich bin immer wieder bei Jobs gelandet im mündlichen Vortrag. Dabei bleibe ich dann entsprechend auch. So, was ein Job sicherlich hat, ist eine spezifisch für diesen Job eine Dauer in der Zeit. Das werden wir noch ein bisschen variieren, was das heißt, was ist die Bedeutung von Dauer in der Zeit. Aber das ist zunächst mal sicherlich etwas Grundlegendes, was man in jedem Anwendungskontext einem Job zueignen würde. Ob diese Dauer jetzt noch hundertprozentig bekannt ist oder ob sie nicht so richtig bekannt ist, das ist dann noch die andere Frage. Und dann erfordert auch ein Job den Zugriff auf irgendwelche Ressourcen. Wir hatten das Thema Bauprojekt, als wir hier Scheduling zum ersten Mal hatten. Da hatten wir zum Beispiel
angesprochen, Ressourcen. Manche Projekte, Entschuldigung, manche Jobs brauchen einen Kran in einem Bauprojekt, dann wäre das eine Ressource. Manche Teilprojekte, manche Jobs brauchen bestimmtes Personal, ausgebildetes Personal, Fachkräfte, dann wären das auch Ressourcen und so weiter. Die Jobs können nicht in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden, also sie müssen nicht serialisiert sein im Allgemeinen. Sie können schon parallel ausgeführt werden, bis zu einem gewissen Grad. Klar, wenn Sie nur zwei Kräne haben, können Sie nicht drei Jobs, die einen Kran brauchen, gleichzeitig ausführen. Das hatten wir schon mal gesehen, diese Thematik. Aber sie können bis zu einem gewissen Grad parallelisiert werden. Aber sie teilweise bauen ja die Jobs aufeinander auf. Ja, sie können das Dach erst dann anfangen, wenn sie die Wände hochgezogen haben, alle Wände hochgezogen, zumindest die tragenden Wände hochgezogen haben. Die tragenden Wände können sie erst dann hochziehen für das eigentliche Haus, wenn sie den Keller im Rohbau fertig haben und so weiter und so fort. So, wenn wir jetzt wirklich ein Projekt im engeren Sinne haben, ja, mit einem definierten Anfangszeitpunkt und einem möglichst frühen Endzeitpunkt, dann reden wir über die Gesamtdauer des Projektes, die natürlich definiert ist dadurch, wie wir die einzelnen Jobs in der Zeit einplanen und wie lange die Jobs dann auch jeweils von diesem Start, also welchen Startzeitpunkten wir diesen Jobs jeweils zuordnen und natürlich, wie lange diese Jobs dann dauern. Und diese Gesamtdauer eines Projektes vom Start der allerersten Jobs bis zur Beendigung der allerletzten Jobs, den werden Sie in der Literatur typischerweise unter dem Namen Makespan finden. Ich weiß nicht, wie dieser Begriff zustande gekommen ist. Nehmen Sie einfach zur Kenntnis, dass es so heißt. Gut, man kann sich irgendwie überlegen, wie das zustande gekommen sein könnte. Span, vielleicht die Spanne im Deutschen. Make, ja, da macht man irgendwas im Projekt, keine Ahnung. So, wenn Sie Leute als eine Ressource betrachten, also als ich begonnen hatte mit dieser Thematik, da war es noch völlig unmöglich im Deutschen Menschen als Ressource zu betrachten. Inzwischen ist das ja gang und gäbe. Sie reden in vielen Firmen in Deutschland nicht mehr von der Personalabteilung, sondern von HR, Human Resources, und so weiter. Da hat sich durch die Anglisierung doch einiges offensichtlich auch in der Sichtweise, nicht nur in der Sprache, sondern auch in der Sichtweise geändert, dass man heute Menschen auch Ressourcen nennen kann, ohne dass man dafür in Grund und Boden geschitztormt wird. Natürlich haben wir nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, die diesem Projekt zugeordnet sind. Und die Leute können natürlich auch nicht beliebig viel machen. Auch im Zeitalter von Burnout können die Leute nicht beliebig viel machen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir eben die, selbst wenn die Reihenfolgebeziehungen es erlauben würden, dass jetzt ein Job startet, weil alle anderen Jobs, die vorher erledigt werden sollten, beendet werden sollten, schon fertig sind, dass es trotzdem, weil die Ressourcen gerade in diesem Moment nicht verfügbar sind, anderweitig gebunden sind, dass wir da trotzdem einen Job nicht starten können. Und natürlich, wenn Sie irgendwo in einer Firma arbeiten, in einer Softwarefirma arbeiten, dann wissen Sie das, dass Leute vom Projekt abgezogen werden für andere Projekte. Wenn es gut geht, planmäßig, von vornherein eingeplant, wenn es schlecht läuft, eben mittendrin. Spontan sozusagen. Und natürlich brauchen Sie für spezielle Aufgaben auch spezielle, also ausgebildete Leute. Trained würde man sicherlich nicht hier an dieser Stelle mit trainiert übersetzen, sondern ausgebildet. Ja, Sie sprechen ja, also jemanden ausbilden, da wird man im Englischen durchaus häufig das Wort to train und nicht unbedingt to educate oder to teach oder so verwenden. Maschinen
Ja, denken Sie an Kräne wieder hier. Sie können auch an andere Dinge denken. Sie können an Maschinen in einer Fabrik denken, die irgendwelche Teilaufgaben im Fertigungsprozess zu erfüllen haben. Sie können auch bei Batch-Jobs, bei Software, die Sie laufen lassen wollen, bei Maschinen an Prozessoren denken. Dass Sie haben ja, wenn Sie was zu Betriebssystemen gehört haben, dann wissen Sie, dass man ja da auch von Scheduling redet, nämlich von der Einplanung von Software, von Prozessen, von Prozessabläufen in die Zeitscheibe und so weiter. So, was wollen wir eigentlich rausbekommen? Wir haben jetzt eigentlich, wenn Sie es genau hinschauen, haben wir ja auf den Folien zumindest nur. War nur vom Input bisher die Rede. Ich habe ein bisschen auch im mündlichen Vortrag hier Output schon angesprochen. Wir wollen ein Schedule raushaben für das Projekt. Schön. Jetzt haben wir einen Begriff durch einen anderen definiert. Was verstehen wir unter einem Schedule? Naja, ich hatte das schon angedeutet, jeder Job soll eine Startzeit bekommen, zu der dieser Job startet. Und natürlich müssen diese Startzeiten so berechnet werden, vorab, wenn Sie den Plan, den Schedule erstellen, dass die ganzen verschiedenen Bedingungen eingehalten werden. Dass also zu keinem Zeitpunkt irgendeine Ressource übernutzt wird, nicht mehr Kräne, zu keinem Zeitpunkt mehr Kräne benutzt werden, als da sind, beispielsweise. Dass Sie aber auch die Reihenfolgebeziehungen einhalten und dass natürlich auch jeder Job, dass das mit der Dauer hinkommt und so weiter. So, wenn das TJ die Startzeit des Jobs J ist und DJ die Dauer ist, dann hier muss man gucken mit plus minus 1, je nachdem wie man das rechnet. Wenn wir wie man das interpretiert, aber im Prinzip läuft es darauf hinaus, TJ ist der Zeitpunkt, an dem der Job startet, also TJ plus DJ ist der Zeitpunkt, an dem der Job endet. Wenn Sie da T anders rechnen, wenn Sie sagen Tag 1, Tag 2, Tag 3, sowas, also wenn Sie sagen, TJ ist der Tag 1, auf dem der Job läuft, und der Job hat insgesamt Dauer 3 Tage, dann haben Sie insgesamt TJ, TJ plus 1 und TJ plus 2. Das sind die 3 Tage, in denen dieser Job aufläuft. Das heißt also, wenn Sie nicht TJ und so weiter verstehen als Zeitpunkte, sondern als Zeitspannen, Tag 1, Tag 2, Tag 3, in der der Job abgearbeitet wird, dann würde hier DJ minus 1 stehen müssen und nicht DJ. Also da, das ist eine generelle Sache, wenn Sie Zeiten planen, da müssen Sie aufpassen, wie Sie das TJ, wie Sie so etwas interpretieren als Zeitpunkt oder Zeitspanne. So, ich habe es hier als Zeitpunkt interpretiert, deshalb plus DJ und nicht plus DJ minus 1. Und dass dieser letzte Zeitpunkt, zu dem dieser Job läuft, ist dann die Abschlusszeit, Completion Time dieses Jobs. So, und wir können immer sagen, das Projekt startet und zum Zeitpunkt 0. Ja, das ist einfach unser Nullpunkt, der Startzeitpunkt dieses Projektes. Das macht es natürlich sehr viel einfacher. Müssen wir nicht laufend Differenzen bilden, sondern wenn wir alles bei 0 starten lassen. Und dann können wir insbesondere auch den Makespan recht einfach ausdrücken unter dieser Voraussetzung, nämlich die späteste Abschlusszeit irgendeines Jobs ist dann gerade der Makespan, weil ja die Anfangszeit, der Erstanfangszeit, also das ist die rechte Seite des Makespans und die linke Seite, Projektanfang ist 0, minus 0 ergibt genau das. So, hier nun mal ganz kurz ein paar Beispiele. Ich hatte das auch schon eben angesprochen. Ich habe wieder mal der Folie vorgegriffen.
beispielhafte Anwendungsgebiete von Scheduling jeder Art von Projekten. Zum Beispiel, was ich immer als Beispiel hernehme, und da bin ich natürlich nicht alleine, dass ich das als Beispiel hernehme, Bauingenieurwesen, im Englischen Civil Engineering. Maschinenplanung, also Scheduling bei Betriebssystemen oder ähnliches, Batchjobs auf einzelne Prozessoren verteilen und ähnliches, Fabriken, Fertigungsstraßen und so weiter. Und da hat mich dann die Faulheit übermannt. Ich habe mir nicht überlegt, aber ich denke, es ist klar, aus dem, was ich gesagt habe, dass das jetzt nicht das Ende der Geschichte ist, dass es da noch genug andere Anwendungsgebiete gibt. Also, wie ich sagte, Scheduling ist ein fundamentales Modell. So, hier ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Das ist schon etliche Jahre her. Produktionsplanung in Stahlwerken. Das war eine Kooperation mit einer Firma, die heute nicht mehr so heißt. Fürst Alpine hieß die damals. Die größte Firma, der größte Arbeitgeber in Österreich. Und die bauen Stahlwerke und betreiben auch teilweise Stahlwerke. So, wie kann man sich das Ablauf in Produktionsplanung in Stahlwerken vorstellen? Naja, ohne Kunden gibt es natürlich keinen Ablauf im Stahlwerk. Kunden geben Aufträge, Orders. Und wie kann man sich so bei einem Stahlwerk so einen Kundenauftrag vorstellen? Also mit Kunden sind natürlich jetzt nicht Endkunden, wie sie nur nicht gemeint, sondern beispielsweise Fahrzeugfirmen, Fahrzeughersteller und ähnliches sind die Kunden eines Stahlwerkes. So, erstmal muss der Kunde sagen, was für eine Art von Produkt er eigentlich haben will, ob er zum Beispiel Schienen haben will oder Träger oder Drähte oder Bleche, was auch immer. Er muss natürlich sagen, aus welcher Legierung das Produkt sein soll. Dann in irgendwelche speziellen Sachen wie beispielsweise Oberflächenbehandlung, Färben, Beizen und so weiter. Ich muss natürlich sagen, wie groß der Auftrag ist. Ja, zum Beispiel bei Drähten, welchen Durchmesser die Drähte haben, bei Blechen, welche Abmessungen die Bleche haben und so weiter und so fort. Und wie viele haben wir, wie viele Drahtrollen, wie viele Packungen Bleche und so weiter und so fort. Nicht? Das ist natürlich noch nicht das Ende der Geschichte, das ist aber so die wesentlichen Punkte, die ein Kunde sicherlich angeben muss, um einen Kundenauftrag zu spezifizieren, die also vom Kunden abzufragen sind, damit die Fabrikleitung weiß, was sie mit dem Kundenauftrag eigentlich machen soll. So ein Kundenauftrag wird dann nach festen Regeln in einen Produktionsplan transformiert. Und das bedeutet bestimmte Operationen, die notwendig sind, um diesen Kundenauftrag zu erfüllen, um das Produkt herzustellen. Das sind dann Sachen wie Warmwalzen, Kaltwalzen und so weiter, diverse andere Schritte, bis hin dann zu diesen Dingen wie hier Oberflächenbehandlung, ins Farbbad, dann natürlich irgendwann mal wieder trocknen nach dem Farbbad, bevor man dann die nächsten Oberflächenbehandlung macht und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es dann noch Stationen, die immer mit dabei sein müssen, gerade gegen Ende, Qualitätskontrolle und dann alles fertig machen zum Ausliefern. Das ist natürlich das, welche Stationen da notwendig sind, ist im Produktionsplan vorgegeben. Und natürlich, wie viel an Schmelze anzusetzen ist für diese Kunden, von der Legierung, aus der dieser Kundenauftrag dann das Produkt dann hergestellt werden soll. Und dieser Betrag, der definiert natürlich dann auch, wie lange das alles dauert, wie lange diese einzelnen Stationen dauern. Je mehr Material zu verarbeiten ist, umso mehr ist da natürlich entsprechend immer
zu insbesondere für den Transport von einer Station zur anderen ist dann entsprechend viel Zeit immer einzuplanen. Diese Kundenaufträge werden nicht unbedingt separat voneinander gehandhabt, sondern wenn verschiedene Kundenaufträge dieselbe Legierung erfordern, dann wird man versuchen, sie nur eine Schmelze anzusetzen von dieser Legierung und alle Kundenaufträge, alle Produktionspläne daraus zu bedienen. Oder wenn verschiedene Kundenaufträge zufällig dieselbe Färbung hinterher haben wollen, dann wird man das Farbbad mit dieser Farbe nur einmal ansetzen und versuchen, die Kundenaufträge die Produktionspläne so einzuplanen, dass die verschiedenen Kundenaufträge mit derselben Farbe ungefähr gleichzeitig mehr oder weniger in dieses Farbbad mit dieser Farbe reinkommen und so weiter und so fort. So, die Zielsetzung des Ganzen ist jetzt nicht Makespan zu minimieren. Das ist der Fall, das ist eben das, was wir bei einem abgeschlossenen Projekt optimieren wollen, sondern hier einen Ablaufplan zu finden, sodass die Deadlines eingehalten werden. Das hatte ich hier nicht noch explizit reingeschrieben, dass zu einem Auftrag natürlich auch eine Deadline gehört, eine Frist, bis zu der die Endprodukte lieferbereit sein müssen. Und natürlich darf keine einzige hier vorkommende Station, deren Kapazität von keiner einzigen Station darf zu irgendeinem Zeitpunkt überbenutzt werden. Das habe ich hier als Rough Goal, als ungefähre Zielsetzung bezeichnet, weil die Geschäftsleitung durchaus da auch noch ein bisschen Spielraum hat, Flexibilität hat, entgegen unserem einfachen Modell bisher, durchaus Flexibilität hat, die man teilweise in die Software schon implementieren kann, sodass die Software diese Flexibilität schon ausnutzt. Teilweise wird man aber die Entscheidung der Geschäftsleitung überlassen müssen. Beispielsweise wird man durchaus diese Maschinen mal hin und wieder eine Zeit lang, wenn es wirklich ganz dick kommt, auch mal sozusagen ein bisschen schneller laufen lassen. Einzelne Maschinen kann man auch mal ein bisschen schneller laufen lassen. Wird man nicht die ganze Zeit machen, weil dann der Verschleiß höher ist, mehr Wartungszeiten und so weiter. Aber wenn man irgendwo, Sie kennen das, ja, wenn man irgendwo einen Engpass hat, wenn es jetzt wirklich dringlich ist, dass jetzt vielleicht mehrere Termine ziemlich bald anstehen, dann haben Sie sich sicherlich immer schon mal selber gewünscht, wenn Sie es im Studium haben, dass Sie jetzt eine Möglichkeit haben, sich zu beschleunigen, auch wenn der Verschleiß dabei dann, in welcher Form auch immer das bei Menschen bedeuten würde, auch wenn der Verschleiß durch übermäßige Nutzung von Koffein oder was auch immer dann erhöht wird. Ja, sowas möchte man schon immer haben, aber man muss aufpassen, dass man das nicht zu viel macht. Andere Sachen wird man nicht die Software entscheiden lassen, sondern da wird man der Geschäftsleitung die Entscheidung überlassen. Zum Beispiel zusätzliche Schichten anzuordnen. Das ist ein Beispiel, was mir die Leute, mit denen ich da kooperiert habe, kommuniziert haben. Ja, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann wird die Geschäftsleitung vielleicht schon mal eigenmächtig einseitig die Arbeitnehmer zu sowas wie Wochenendarbeit oder so verdonnern. Selbst in einem so sozialen Land wie Österreich, was ja in vielerlei Hinsicht bei der Sozialgesetzgebung noch rigider ist als Deutschland. Aber diese Entscheidung kann nicht die Software treffen, sondern das hängt so von Sachen ab, wie zum Beispiel, kann die Geschäftsleitung sich das leisten? Ist das Verhältnis momentan zum Betriebsrat so gut, dass der Betriebsrat da mitziehen wird und sich auf die Seite der Geschäftsleitung stellen wird? Oder wird der Betriebsrat, gibt es sowieso gerade Knatsch in dem Moment, wird der Betriebsrat sich dagegen stellen, mit dem Ergebnis, dass die Geschäftsleitung einen schweren Stand hat, so etwas anzuordnen? Ja, Sie werden sicherlich einsehen, sowas wird man auf absehbare Zeit
trotz aller Fortschritte in der künstlichen Intelligenz nicht der Software überlassen, solche Entscheidungen. Aber vielleicht sind wir ja irgendwann mal so weit, dass sowohl der Betriebsrat als auch die Geschäftsleitung zwei Stücke Software sind. Aber ich vermute, dann werden erst recht alle anderen beteiligten Menschen durch Software ersetzt sein. Das heißt also, dass diese Art von Problem hätte sich dann erledigt. Mal gucken, was Industrie 4.0 noch so alles bringt. Sie kennen diesen Schlagwort Industrie 4.0? Ja, wenn nicht, können Sie es sicherlich mit Google sehr schnell finden. Ich vermute mal, es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag dazu, obwohl ich nicht nachgeschaut habe. So, Maschinen-Scheduling hatte ich eben schon gesagt. Programme, Prozesse. Ihnen ist der Unterschied zwischen Programmen und Prozessen klar? Wir reden jetzt hier von Software. Was ist der Unterschied zwischen einem Programm und einem Prozess? Bitte? Ein Programm kann mehrere Prozesse beinhalten, wobei ich natürlich dann auch noch antworten würde, ein Prozess kann auch mehrere Programme beinhalten. Denken Sie an einen Prozess, der durch ein Shell-Skript gesteuert wird, der verschiedene Programme aufruft. Also nach meinem Verständnis, ich will nicht behaupten, dass mein Verständnis mehrheitsfähig ist, aber ich bilde mir das trotzdem ein. Nach meinem Verständnis ist ein Programm eine statische Einheit, wenn Sie so wollen, ein Executable oder ein interpretierbares Stück Text, ja, bei Interpretersprachen. Und der Prozess ist das Dynamische, das Zeitbehaftete, also die Ausführung eines Programms durch eine interpretierende Maschine oder durch eine interpretierende Software oder was auch immer. Nach meinem Verständnis ist das der Unterschied zwischen Programm und Prozess. Aber ich will nicht behaupten, dass das wirklich allgemein geteilt wird, aber ich vermute schon. Ich müsste natürlich selber erstmal recherchieren, ob ich dann hinterher immer noch der Meinung bin, dass das der Unterschied ist. Ich vermute schon, aber ich kann es nicht sicher garantieren. Sie können mich dann gerne hinterher korrigieren, dass ich hier wieder mal weltöffentlich, hörbar irgendeinen Blödsinn geredet habe. Wo wir gerade bei Blödsinn sind, das muss ich noch nachtragen bei dem entsprechenden Video als Kommentar. Ich habe vor ein paar Wochen Blödsinn erzählt. Ich habe von der Riemannschen Zeta-Funktion gesprochen, obwohl ich die Gamma-Funktion meinte. Irgend Kommilitone hat mich darauf hingewiesen. Ich habe das noch nicht als Kommentar auf YouTube nachgetragen, die Korrektur. Ist jetzt für unsere Zwecke hier in der algorithmischen Modellierung nicht weiter wichtig, aber sollte vielleicht nicht so grottenfalsch stehen lassen, zumal ich promovierter Mathematiker bin und für mich das natürlich nochmal grottenpeinlich, besonders peinlich ist. Gut, wir gucken uns jetzt verschiedene Variationen dieses einfachen Modells an. Und zwar werden wir verschiedene Dinge variieren und einige Variationen betrachten wir nur mal ganz kurz nach dem Motto, schön, dass Sie es mal gesehen haben oder wichtig, dass Sie es mal gesehen haben. Bei anderen gucken wir ein bisschen mehr hinein, wo ich der Meinung bin, dass es sich lohnt, Ihnen da ein bisschen mehr an interessanten, kritischen Punkten zu kommunizieren. Die erste Variation ist die Zielsetzung, die Zielfunktion, was wir eigentlich minimieren oder maximieren wollen. Wir haben ja bei Scheduling eigentlich immer Optimierungsprobleme. Es kann mal die Situation auftreten, dass wir nichts optimieren wollen, weil überhaupt einen zulässigen Schedule zu finden, also weil zum Beispiel die Zeit festgegeben ist, wir müssen bis zu einem gewissen Zeitlimit fertig werden. Da gibt's, und wie viel wir früher fertig werden, ist dann auch wieder egal. Hauptsache wir sind bis da und dahin fertig. Ja, Sie kennen das. Kleopatra verspricht Julius Caesar, in 3 Monaten einen Palast zu bauen. Sagt Ihnen das was? Okay. Solche Sachen und ob der Palast nach 3 Monaten oder nach 2,5 Monaten oder nach 2 Monaten fertig ist, ist egal. Hauptsache nach 3 Monaten, damit die heiligen Krokodile wieder auf Diät gesetzt werden müssen. Ist Ihnen bekannt, oder? Wovon ich da rede?
Oder wem sagt das jetzt gar nichts? Gut. Also suchen Sie nach Kleopatra und Krokodile und ich glaube, da finden Sie es, wenn Ihnen das jetzt nichts sagt. Ich muss natürlich immer auch an die Leute denken, die jetzt nicht hier sind und nicht auf meine Frage hin mit dem Kopf nicken oder schütteln können. Ich hätte es fast gesagt, diejenigen, die jetzt nicht hier unter uns weilen, aber ich fürchte, das wäre missverständlich. So, totale Dauer, Gesamtdauer, Maxspin ist natürlich nicht immer der entscheidende Punkt, sondern das Ganze kann manchmal auch differenzierter aussehen. Bleiben wir wieder bei einem Bauprojekt. Habe ich das? Ja, das habe ich jetzt hier als Beispiel genommen. Ich springe mal kurz eine Folie weiter und springe dann wieder zurück. Also, Sie haben jetzt eine andere Situation, als wir vorher mit dem Bauprojekt betrachtet haben. Ich habe Ihnen untergeschoben, dass wir hier vielleicht ein Einfamilienhaus oder also ein einziges Haus haben, das wir bauen. Und in dem Moment, wenn das Haus fertig ist, sind wir zufrieden. Das ist nicht immer so. Sie können zum Beispiel auch eine Firma, in einer Firma, die Arbeiten planen, die nicht ein einzelnes Haus baut, sondern eine ganze Siedlung baut. Ja, Sie haben von der Gemeinde ein größeres Stück Land bekommen und Sie haben jetzt das Recht und die Pflicht darauf, also Sie haben es nicht bekommen, sondern Sie haben es gekauft. Sie haben jetzt das Recht darauf und auch die Pflicht darauf, eine Siedlung zu bauen, eine Reihenhaussiedlung, Doppelhaushälften, vielleicht auch Wohnungen, also Häuser mit mehreren Wohnungseinheiten oder was auch immer. Kettenhäuser. Kennen Sie Kettenhäuser? Wissen Sie, was da, also Sie wissen, was Reihenhäuser sind, oder? Sie wissen, was Doppelhaushälften sind. Wissen Sie, was Kettenhäuser sind? Das ist, also bei Doppelhaushälften haben Sie es häufig so, Garage, Hälfte, Doppelhaushälfte, Doppelhaushälfte, Garage, Garage, Doppelhaushälfte, Doppelhaushälfte, Garage. Ja, immer ein solches Doppelhaus, dann die zwei Garagen, dann wieder ein Doppelhaus und so weiter. Bei Kettenhäusern haben Sie Haus, Garage, Haus, Garage, Haus, Garage. Also die Häuser sind separat, sind praktisch wie Einfamilienhäuser, aber sie sind physisch verbunden, dass dadurch, dass jeweils immer eine Garage dazwischen ist. Sind teurer als Doppelhaushälften. Logisch. Sind ja fast schon Einfamilienhäuser, die noch teurer sind. So, Sie wollen also so eine Siedlung dann aufbauen. Die Gemeinde hat Ihnen das Stück Land verkauft für einen relativ geringen Preis, weil Sie selber sich noch um die Erschließung kümmern müssen, also Straßen auf dem Stück Land bauen, Leitungen, Rohre und so weiter und so fort, müssen Sie alles vielleicht selber bauen. So. Und Sie müssen sich halt um das alles kümmern und natürlich auch die Häuser bauen. Also viele, viele dieser einzelnen Jobs, jetzt habe ich mal Task statt Jobs geschrieben, aber es ist dasselbe. Viele, viele dieser einzelnen Jobs, wie zum Beispiel eben diese hier in diesem zweiten Spiegelstrich, sind natürlich nicht separat voneinander, sondern das Ganze sind nicht mehrere Einzelprojekte, für jedes Haus ein Projekt, sondern das Ganze ist ein großes Projekt, das man nicht vernünftig separieren kann. Nicht nur bei den grundlegenden Erschließungen, sondern beispielsweise auch, wenn Sie da die Fliesenleger kommen lassen, dann werden Sie nicht für jedes Haus einzeln die Fliesenleger kommen lassen, sondern Sie werden natürlich die Leute mal, die Kolonne mal für eine Woche oder so engagieren, damit die durch alle Häuser durchgeht. Nur das ist natürlich wirtschaftlich. Das heißt also auch beim Bau der Häuser reden wir nicht von vielen Einzelprojekten, sondern von einem großen Projekt, dass man nicht in einzelne Projekte ein Projekt pro Haus zerlegen kann, sodass man jedes für sich betrachten kann. Das wäre absolut unwirtschaftlich. Weit weg von jeder denkbaren Wirtschaftlichkeit. Deshalb hier nicht individuell möglich. So, der Punkt ist aber jetzt der, dass Sie jetzt nicht eine
ein festes Ende haben dieses Projektes, sondern sie haben viele feste Enden für dieses Projekt. Also feste Ende ist irgendwie, da denke ich jetzt an Schnur, das meine ich natürlich nicht, Endzeitpunkte. Auch nicht fest, sondern sie planen ja selber, wann es sein soll, ja. Jedes Haus können sie zu einem gewissen Zeitpunkt verkaufen. Beziehungsweise, sie haben es schon vorher teilweise verkauft. Ja, die Leute kaufen ja, sind ja durchaus bereit, dann schon Häuser zu kaufen, die noch gar nicht existieren oder die nur im Rohbau existieren. Aber dann fließt das Geld. Beziehungsweise vielleicht teilweise fließt das Geld sogar schon vorher, wenn der Vertrag früh geschlossen wurde, dann, bevor das Haus überhaupt richtig steht, bevor das Haus vielleicht angefangen wurde, dann wird vielleicht schon der erste Betrag vom Kunden, vom späteren Insassen fällig. Wenn der Keller gebaut ist, der nächste Betrag, wenn der Rohbau steht und so weiter und so fort. Ja. Warum sage ich das? Weil es für eine solche Firma sehr, sehr wichtig ist, frühzeitig Kohle reinzukriegen. Ja. Je früher die Kohle kommt, umso weniger muss diese Firma Zinsen für Kredite zahlen. Beziehungsweise teilweise bekommt die Firma auch gar nicht den notwendigen Kredit, um alles, das ganze Projekt vorzufinanzieren. Ja? Nur in begrenztem Umfang kann es sich eine Firma erlauben, kann es wirtschaftlich sein, überhaupt nur möglich sein, die einzelnen Aufgaben vorzufinanzieren. Das heißt, die Kohle muss irgendwann reinkommen. Deshalb sind die Firmen hinterher, beziehungsweise deren Verkäufer hinterher, frühzeitig die Häuser zu verkaufen und in den Verträgen dann auch immer reinzusetzen, dass zu gewissen bestimmten Meilensteinen dann eben bestimmte Anteile am Gesamtpreis schon zu fließen haben. Und das ist dann wichtig, jetzt gehen wir wieder zurück, dass, was wir jetzt optimieren wollen, ist im Prinzip den Geldfluss. Ja, möglichst früh, möglichst viel Kohle reinzubringen. Das heißt also, jeder einzelne Job, J, bringt uns potenziell einen Profit, der umso größer ist, je früher dieser Job beendet ist. Ja, wir reden hier von Beendigungszeiten. Ja, solange der Job nicht beendet ist, zahlt der Kunde nichts. Für die meisten Jobs ist das null. Die meisten Jobs tragen nichts bei zur Maximierung des Profites, nicht so direkt. Ja, wenn die Fliesenleger durchgehen und überall Fliesen legen, das ist typischerweise, soweit ich weiß, kein Bestandteil im Vertrag, dass Abschluss der Fliesenarbeiten jetzt wieder eine Zahlungsforderung auslöst. Also da würde man hier dann eine Null haben. Das trägt nichts dazu bei. Aber bei anderen Jobs, wie zum Beispiel eben der Fertigstellung des bezugsfertigen Objektes, da würde dann eben hier eine monoton fallende Funktion sein, die sagt, die damit ausdrückt, je früher das einzelne Haus fertiggestellt ist, oder der Keller, wenn das eine Zahlungsaufforderung auslöst, umso besser. Umso mehr finanziellen Spielraum hat die Firma, um das Projekt weiterzumachen. Weiterzumachen ohne große Kosten durch weitere Kredite oder durch Verzögerungen des Projektes, wenn die Firma zeitweise nicht liquide ist. Ich habe jetzt eben das Wort bezugsfertig gesagt. Bei Gelegenheit achten Sie darauf, auf solche Begrifflichkeiten. Ja, bezugsfertig, also die Anbieter benutzen gerne das Wort schlüsselfertig, aber das ist juristisch meines Wissens nicht definiert. Juristisch definiert, was mit einer klaren Bedeutung ist, das Wort bezugsfertig. Und wenn Sie einen Vertrag unterschreiben, wo das Wort schlüsselfertig drin steht, wie es häufig passiert, dann hat der Anbieter Gestaltungsfreiheit, was das heißt. Und so, dass sie dann plötzlich Überraschungen erleben, in welchem Zustand das Haus dann schlüsselfertig übergeben wird. Es gibt viele so kleine begriffliche Fallen. Ein anderes schönes Beispiel, wo viele Leute schon reingefallen sind, hat jetzt eine ganz andere Richtung, ist zum Beispiel, wenn Sie als Privatmensch Ihr
ihr Auto verkaufen oder ihr Motorrad, machen Sie über eine Internetplattform und da wird das Baujahr vielleicht abgefragt. Und dann gucken Sie in Ihren Kfz-Schein und geben das Baujahr ein. Aber was Sie in Wirklichkeit eingegeben haben, ist das Jahr der Erstzulassung. Und wenn das Baujahr nicht gleich ist mit dem Datum der Erstzulassung, dann kommen Sie potenziell wegen Betrug in Schwierigkeiten hinein. Da hat es schon einige Fälle gegeben, beziehungsweise auch andere, die das dann ausnutzen, die versuchen, den Verkäufer unter Druck zu setzen, das Auto dann für weniger Geld, um diese Problematik aus dem Weg zu räumen, dann für weniger Geld rauszulassen. Ich habe dazu, werde ich nochmal den Link rumschicken, in meiner Videothek Algorithmik gibt es dazu ein Video, noch mit englischsprachigen Folien, aber mit deutschem Audio. Wird demnächst auch fertig sein mit deutschen Folien und deutschem Audio, mit demselben Audio, wo ich alle möglichen solche Sachen diskutiere. Werde ich nochmal, wenn die deutschen Folien fertig sind, das Video mit deutschen Folien, werde ich dann auch nochmal den Link, genauen Link rumschicken oder genaue Informationen, wo ich alle möglichen solchen verschiedenen Arten Sachen, auf die man so achten muss, egal ob man im täglichen Leben ist, im beruflichen Leben, ob man sich eine politische Meinung bilden will und so weiter und so fort, was es so alles zu beachten gilt. Gut, wollte ich nur bei der Gelegenheit mal erwähnt haben, gehen wir hier weiter. Das habe ich jetzt schon gesagt, das brauchen wir nicht weiter durchzugehen. Vielleicht noch der interessante Punkt dabei. Wir haben jetzt zwei verschiedene Varianten gesehen. Den Maxban und diese Profitfunktion. Und was diese Folie aussagt, ist, dass diese Modellierung mit Profitfunktionen, also wo wir dieses Beispiel hatten, jedes einzelne Haus bzw. Teilabschnitte beim Hausbau bringen einem einen Profit, der umso größer ist, je früher dieser Job, jeweils der letzte Job in diesem Teilprojekt beendet ist. Das ist mächtiger als Makespan in dem Sinne, dass wir Makespan darin ausdrücken können. Und zwar will ich das kurz einfach mal andeuten, wieder mit einer meiner berüchtigten Zeichnungen. Sie haben ein Projekt und was Sie minimieren wollen, ist der Makespan. So, jetzt haben Sie so ein paar Projekte, die potenziell die zeichne ich als solche Kästchen ein, die in Frage kommen als letzte Projekte, also die den Makespan dann wirklich bestimmen. Einer von denen oder vielleicht mehrere zeitgleich sind die letzten beendenden Jobs in diesem Projekt. Das heißt, es gibt da sicherlich irgendwelche Reihenfolgebeziehungen, die in diesen Job hineingehen, dass andere Jobs vorher beendet werden müssen natürlich. Aber es gibt keine Reihenfolgebeziehungen raus auf noch spätere Jobs. Ja, jeder von denen könnte der spätest beendete Job sein. Oder auch zufälligerweise zwei von denen oder noch mehr von denen könnten gleichzeitig beendet werden als die spätesten Jobs. So, und was wir jetzt machen, ist einen Dummy-Job draufzulegen, um anzudeuten, dass dieser Dummy-Job einfach Länge 0 hat. Habe ich ihn jetzt nicht als Kästchen gezeichnet, wo hier immer die Dauer des Jobs sozusagen abgetragen ist in der vertikalen. Nein, in der horizontalen, Entschuldigung, in der horizontalen. Sondern in der horizontalen haben wir hier Dimension 0, um anzudeuten, dass die Dauer 0 ist, weil es nur ein Dummy-Job ist. So, das Problem ist ja mit dem Makespan, wir wissen nicht, welche Jobs die letzten sind. Aber bei den Profitfunktionen, wenn wir es als Profitfunktion ausdrücken wollen, müssen wir wissen, welches der letzte Job ist. Und deshalb führen wir einen künstlichen letzten Job ein.
Und auf den setzen wir die Profitfunktion. Ja, der startet genau in dem Moment, wenn der letzte echte Job zu Ende ist. Es gibt keinen Grund, ihn länger warten zu lassen als bis zu diesem Zeitpunkt. Und damit ist seine Completion Time, seine Abschlusszeit, die ja gleich der Startzeit ist wegen Dauer 0, gleich der letzten Abschlusszeit eines echten Jobs. Das ist dann die Abschlusszeit des Projektes, die Abschlusszeit dieses Jobs. Und damit können wir auf diesen Job, auf diesen Dummy-Job, eine Profitfunktion drauflegen, nämlich je später dieser Job endet, umso weniger Profit gibt es. Einfach linear absteigend, sodass Sie damit genau den Makespan modelliert haben. So, dadurch, dass die Profitfunktion strikt monoton absteigend ist, wenn sie linear absteigend ist, also proportional dazu, wie weit dieser Dummy-Job nach hinten raus verschoben wird, dadurch kriegen wir auch erzwungenermaßen hin, dass dieser Dummy-Job sofort beginnt, weil alles andere wäre schlechter. Sofort beginnt, wenn die echten letzten Jobs alle beendet sind, der letzte davon. Und achso, wir machen es einfach. Die Abschlusszeit negiert, also ins Negative gesetzt, dieses Dummy-Jobs ist seine Profitfunktion. Und wenn ich dann nochmal das Negative nehme, dann bekomme ich die Abschlusszeit, also den Max-Span. Gut, damit ist alles erstmal zur Zielfunktion gesagt. Also ich habe gesagt, einige dieser Variationen gucken wir uns nur kurz an. Die Variation der Zielfunktion gucken wir uns nur kurz an. Andere Sachen gucken wir uns ein bisschen länger an, insbesondere bei der Dauer. Zunächst einmal was Einfacheres. Bis jetzt haben wir gesagt oder stillschweigend angenommen, dass Jobs unteilbar sind. Ja, ein Job beginnt irgendwann, dann dauert er eine Weile und dann endet er. Und das ist es. Also wir haben bis jetzt noch nicht den Fall betrachtet, dass Jobs auch unterbrochen werden können. Das finden Sie unter dem Namen Non-Preemptive Scheduling Model in der Literatur. Der zweite Punkt ist, den wir stillschweigend angenommen haben, ist, dass diese Dauer erstens mal nicht von uns beeinflussbar ist, dass wir an der Dauer des Jobs nicht machen können. Ja, bei dem Stahlwerk haben wir gesehen, als Beispiel, man kann durchaus was an einem Job machen, indem wir einfach mal die Maschine ein bisschen schneller laufen lassen. Bis jetzt haben wir aber eigentlich stillschweigend angenommen, abgesehen von diesem einen Ausnahmefall, dass die Dauer fest in Stein gemeißelt ist, dass sie nicht beeinflussbar ist, und eine weitere stillschweigende Annahme, dass wir die von vornherein genau kennen, die Dauer des Jobs, dass wir da keinerlei Unsicherheit haben. Und in vielen Situationen ist das nicht wirklich realistisch, dass wir von solchen Annahmen ausgehen. Also, fangen wir erstmal an mit einfachen Variationen dieser festen, vorab bekannten und nicht veränderlichen Dauer. In einer Fabrik beispielsweise kann es durchaus sein, ist es nicht gerade selten, dass verschiedene Maschinen dasselbe leisten können, dass also ein und derselbe Job, dass wir da die Wahl haben auf Maschine 1 oder Maschine 2. Ja, die Firma hat sich halt mehrere Maschinen für dieselbe Aufgabe angeschafft, um an dieser Stelle den Ablauf nicht sequenzialisieren zu müssen, sondern bis zu einem gewissen Grad parallel laufen zu lassen. Und nun ist es nicht ungewöhnlich, dass diese Maschinen nicht baugleich sind, sondern die eine Maschine ist vor 30 Jahren gekauft worden, die andere Maschine vor 5 Jahren. Die sind natürlich dann unterschiedlich schnell in der Regel. Das heißt also, die Dauer eines Jobs hängt durchaus ab davon, auf welcher Maschine dieser Job eingeplant
ist. Oder auch preemptive, was wir eben hatten, Unterbrechbarkeit, dass man sagen kann, ein Job kann an jedem Zeitpunkt unterbrochen werden oder nur an bestimmten Stopppunkten, wo man sie unterbrechen kann. Im Grunde kann man das, warten Sie mal, ja, im Grunde kann man das aber auch wieder auf unser bisheriges Modell zurückführen. Warum? Mit den festen, bekannten Dauern. Warum? Na, wenn Sie einen Job haben, warten Sie, ich muss eine neue Seite einrichten. So. Wenn Sie, na, hat er mich? Findet er mich? Hallo? Achso. Ich muss den Stift natürlich richtig rumdrehen, sonst findet er mich natürlich nicht. Wenn Sie einen Job haben, beispielsweise, der mehrere Stopppunkte hat, so, einen hier vielleicht, nach diesem, also ich nehme wieder hier die horizontale Ausdehnung als Dauer, einen hier, vielleicht einen hier nochmal, diese drei Stopppunkte, dann können Sie daraus natürlich mehrere Jobs machen, die in Reihenfolgebeziehungen zueinander verbunden sind. Eben entsprechend in dieser Reihenfolge. So. Also, das hier sollte immer dasselbe sein. Ein Job mit mehreren Stopppunkten, mehrere Jobs in Reihenfolgebeziehung. Das Ganze wird natürlich nicht mehr ganz so einfach, wenn man sagt, naja, es ist zwar möglich, einen Job zu unterbrechen, aber eigentlich wollen wir das nicht. Eigentlich wollen wir, dass im Regelfall ein Job ganz durchläuft und wenn er schon unterbrochen wird, dann bitte nicht an jedem Stopppunkt, sondern nur an einmal vielleicht, höchstens. Wobei nicht vorgegeben ist, an welchem dieser Stopppunkte. Das ist natürlich dann, das sprengt dann natürlich das Modell, wie ich, weil so wie ich es hier unten gezeichnet habe, haben Sie natürlich nicht mehr im unter Einfluss, an wie vielen dieser Stopppunkte es jetzt Verzögerungen gibt, also dass die einzelnen Teiljobs nicht aufeinander folgen und wie weit die auseinander sind. Ja, Sie müssen damit rechnen, dass das beliebig auseinandergezerrt wird, was Sie dann in dem Fall eigentlich nicht wollten. Da werden Sie dann sicherlich algorithmisch auch mit dem Modell auch anders vorgehen müssen, dass Sie irgendwie in irgendeiner Form hier Bestrafungen reinnehmen, dass Sie das bestrafen, dass hier Verzögerungen zwischen diesen einzelnen Teiljobs passieren. Also es geht in der algorithmischen Modellierung natürlich immer nicht nur um das, was geht, was schön ist, was schön zu machen ist, sondern auch immer um das, wo die Grenzen sind. Das hatten wir ja schon in anderen Beispielen. So, eine andere Situation ist, ich hatte von beeinflussbar gesprochen. Also, und da wir hatten angenommen, bisher stillschweigend, dass die Dauer eines Jobs nicht beeinflussbar ist. Ist aber natürlich oft beeinflussbar. Ich hatte das Beispiel genannt mit den Maschinen, die man eine Zeit lang schneller laufen lassen kann. Gut, das können wir jetzt systematischer betrachten. Also, soweit wir es bisher diskutiert haben, haben wir ein festes Budget von irgendwas, von Geld zum Beispiel oder auch von und können da, also das spielt keine Rolle, wir haben bisher nur Zeiten betrachtet. Und das, was die Zeiten sind eben das, was wir optimieren wollten bisher. So, wir können jetzt Jobs aber natürlich auch schneller laufen lassen. Das kostet uns potenziell mehr Geld, wenn wir mehr Leute einstellen oder von der Fremdfirma dann buchen oder wenn wir mehr Maschinen kaufen oder ausleihen für diese Zeit oder indem wir, wie in dem Beispiel, auch Maschinen beschleunigen. Hier kostet uns das Geld,
hier oben. Hier sind die Kosten bei der Beschleunigung von Maschinen etwas subtiler. Wie ich es vorhin gesagt hatte, Sie haben höheren Verschleiß, Sie haben mehr Wartungsintervalle oder was auch immer. Sie haben höheres Ausfallrisiko. Das können Sie natürlich auch betriebswirtschaftlich sozusagen als ein Budget ansehen, dass Sie sagen, Sie haben ein so und so viel Budget an Beschleunigungen, das Sie nicht überschreiten wollen. Und dann sind Sie in einer ähnlichen Situation wie hier mit Budget in Form von Geld. So, jetzt haben wir häufig die Situation, denken Sie ganz konkret an Bauprojekte, der Palast für Caesar im Rahmen von 3 Monaten. Ich erinnere mich doch richtig, dass es 3 Monate waren, nicht? Ich glaube ja. Wobei das natürlich irgendwie ein bisschen merkwürdig war, weil, wenn Sie sich überlegen, der Architekt Numerobis, ja, Numerobis ist erstmal nach Gallien und dann wieder zurückgefahren, das Ganze auch noch im tiefsten Winter. Also im Grunde mit damaligen Geschwindigkeiten müssten die 3 Monate allein schon durch diese Reise mehr oder weniger aufgebraucht worden sein. Aber gut, das macht vielleicht der Logik ein bisschen Abbruch, aber sicherlich nicht dem Unterhaltungswert. So, also eine typische Situation ist, dass Sie feste Termine einhalten müssen, aber dass Sie hier solche flexiblen Möglichkeiten haben, wie hier und wie hier, ein Budget so aufzuteilen auf die einzelnen Jobs, investieren in die einzelnen Jobs, um die zu beschleunigen, dass insgesamt möglichst wenig Kosten rauskommen, aber trotzdem die Deadline eingehalten wird, oder umgekehrt, komplementär dazu, dass Sie keine feste Deadline haben, sondern ein festes Budget und unter diesem festen Budget so schnell wie möglich fertig werden wollen. Ja, das sind sozusagen zwei dual zueinander stehende Zielsetzungen. Auf der einen Seite festes Budget, so schnell wie möglich fertig werden, auf der anderen Seite ein fester Termin. Und das heißt, so billig wie möglich innerhalb von diesem Termin fertig werden. Das eine ist eine harte Schranke, das andere ist das, was wir optimieren wollen, minimieren wollen in diesem Fall. Deshalb Time versus Cost. Zeit versus Kosten. Und das finden Sie auch in der Literatur unter diesem Namen, Time-Cost-Trade-Off. Trade-Off, das ist Ihnen ein bekannter Begriff. Wie übersetzen wir das jetzt am besten? Ein Zielkonflikt wäre ein Zielkonflikt zwischen Zeit und Kosten. Fällt Ihnen eine bessere Übersetzung ein hier? Auch jetzt gerade nicht? Okay, dann bleiben wir beim Zielkonflikt. Dass Sie jede mögliche Deadline, die Sie vielleicht vorgegeben bekommen, ergibt einen minimalen Wert fürs Budget, den Sie brauchen, um diese Deadline irgendwie durch Verteilung von Geld auf die Jobs überhaupt innerhalb dieser Deadline zu erreichen. Und umgekehrt, jede Budgetgröße, die Ihnen vielleicht vorgegeben wird, ergibt einen minimalen Makespan, den Sie mit diesem Budget erreichen können, indem Sie das Budget eben auf die Jobs aufteilen. Das ist der Trade-off, der Zielkonflikt zwischen diesen beiden Größen, Zeit und Kosten. Ups, irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Ich muss nochmal in den Vollbildmodus gehen. So, jetzt geht's wieder. So, jetzt könnte man einen Schritt weiter gehen, muss man sogar algorithmisch, weil es anders gar nicht geht, um für einen Termin, für eine Deadline oder für eine feste Budgetgröße den Wert zu berechnen, müssen Sie tatsächlich für viele das berechnen. Dass wir von vornherein sagen, naja, wir haben noch gar nicht die Deadline. Die Deadline ist gar nicht unbedingt bekannt. Die ist vielleicht noch verhandelbar in gewissen Grenzen. Ja, passiert ja oft das. So,
Sodass wir also noch gar nicht sagen können, wie viel uns das Projekt kostet, wenn wir diese Deadline unbedingt erreichen wollen. Und umgekehrt, das Kostenbudget ist noch nicht bekannt, ist vielleicht verhandelbar. Und sodass wir nicht von vornherein sagen können, welche Projektdauer wir erreichen können für das konkrete Budget, weil wir das Budget noch gar nicht kennen, sondern wir können ja einen Schritt weitergehen und sagen, das Ganze ist ja eine Funktion in der einen wie in der anderen Richtung. Nämlich, dass für jede mögliche in der Einrichtung, dass für jede mögliche Deadline minimale Kosten herauskommen, die wir auf Mindestkosten, die wir aufwenden müssen, um diese Deadline irgendwie zu erreichen. Und auf der anderen Seite eine Funktion für jedes mögliche Budgetdeckel, den wir haben können, eine Mindestdauer, die das Projekt dauern wird, die wir als Projektdauer hinnehmen müssen, wenn wir nicht mehr als dieses Budget verausgaben können. Und natürlich wollen wir da nicht nur einfach den Wert wissen, sondern wir wollen auch dann jeweils einen Plan haben, wie wir für jeden beliebige Fristsetzung einen Plan haben, wie wir mit minimalem Budget zu dieser Frist einhalten können und für jeden möglichen Budgetdeckel einen Plan, wie wir da eine möglichst kleine Projektdauer hinkriegen können. Und die Frage, wenn ich das so formuliere, ist natürlich, ob der Wein nicht durchgeknallt ist. Ob das nicht höflicher formuliert, ob das nicht ein bisschen zu ehrgeizig ist. Und die Antwort ist kein klares Ja oder Nein oder ist da abgeschlossen? Oder war das was? Also wir wollen jetzt niemanden hier ausschließen. Aber da es Fluchttür ist, muss es auch ohne Aufschließen. Da es eine Fluchttür ist, muss es auch ohne Aufschließen aufgehen. Bitte? Da war abgeschlossen. Und Sie mussten erst aufschließen, um rauszukommen? Nee, nicht? Da es eine Fluchttür ist, darf das nicht sein. Gut, wie auch immer. Also ich wollte jetzt eigentlich da jetzt gar nicht so ein großes Brimborium darum machen, aber danke. So, wenn die Zeitachse diskretisiert ist, also wenn wir zum Beispiel von einer Projektdauer in Tagen reden, ja, das Projekt wird mehrere Monate dauern und wir unterscheiden, ob das Projekt 357 Tage dauert oder 358 Tage. Wir unterscheiden nicht, ob das noch da drin so und so viele Stunden und so viele Minuten und so viele Sekunden und so viele reellwertige Bruchteile von Sekunden dauert natürlich. Wir werden natürlich diskretisieren. Dann ist natürlich klar, dass der Output endliche Größe hat, ja? Weil wir haben nur endlich viele verschiedene Projektdauern, nämlich so viele, wie wir im Planungshorizont verschiedene Tage haben. Mehr verschiedene Projektdauern haben wir bei diskretisierter Zeit natürlich nicht. Das heißt, mehr verschiedene Lösungen brauchen wir auch nicht. Und selbst wenn die Zeitachse reellwertig ist, dann ist das so, und da also auch die Projektdauern beliebig reellwertig sind, auch nicht diskretisiert in Anzahl von Tagen. Selbst wenn das so wäre, dann kann man Folgendes sagen, was wir hier nicht beweisen. Das würden Sie vermutlich, wenn überhaupt, dann eher in Vorlesungen aus der Mathematik finden im Bereich Optimierung. Unter gewissen sehr, sehr schwachen Voraussetzungen, die man eigentlich als gegeben annehmen kann, dann ist Folgendes, das will ich jetzt auch nochmal aufzeichnen. Wieder eine neue Seite anlegen. So, hier auch. Ich habe noch ein paar Seiten zum Vollkritzeln. Dann wird die Funktion garantiert, kann man mathematisch beweisen, garantiert so aussehen. Also, ich habe hier Zeit. Kann man es lesen? Naja, ich habe hier die Kosten
Und die Funktion, ich hoffe, dass mir das aus freier Hand gelingt. Wir haben hier die minimal mögliche Zeit irgendwo, die überhaupt erreichbar sind. Ja, selbst wenn wir unendlich viel Geld haben, werden wir das Projekt sicherlich nicht in Dauer Null hinkriegen. Also es gibt eine minimal überhaupt mögliche Zeit mit sehr hohen Kosten dann, die wir investieren müssen, um diese Zeit hinzubekommen. Und dann wird die Funktion prinzipiell so aussehen, eine stückweise affin-lineare Funktion, die dann irgendwann, wo es sich nicht mehr lohnt, Kosten reinzustecken, sozusagen dann hier horizontal ins Unendliche geht, mit endlich vielen Stützstellen und der interessante Punkt ist, wenn Sie jetzt für diese Zeit hier mittendrin zwischen zwei Stützstellen interessiert sind, also es reicht, so rumformuliert, es reicht für jede dieser Stützstellen eine Lösung zu berechnen, weil man einsehen kann, dass dann eine zulässige und optimale Lösung für mittendrin die entsprechende Linearkombination, die entsprechende Konvexkombination dieser beiden Lösungen, der beiden angrenzenden Stützstellen ist. Sie nehmen sich die Lösung für diese Stützstelle her, die Lösung für diese Stützstelle, den Schedule für diese Stützstelle, Scale für diese Stützstelle. Hier haben Sie ein Verhältnis, wie nah dieser Zeitpunkt an dieser Stützstelle dran ist und im selben Verhältnis Konvexkombination überlagern Sie die beiden Lösungen von dem und dem miteinander, um diese Lösung hiervon zu bekommen. Das heißt, Sie brauchen tatsächlich nur endlich viele Lösungen, um für endlich zu berechnen, um für unendlich viele Zeiten und genauso für unendlich viele mögliche Budgetdeckel jeweils die bestmögliche Lösung zu berechnen. Ist doch schön, nicht? Muss ich Ihnen hier nur nachrichtlich geben, es wäre zu weitführend, das wirklich zu beweisen hier in dieser Vorlesung. Und tatsächlich ist es auch so, wenn Sie für irgendeinen Punkt hier, für irgendeinen Punkt, die optimale Lösung berechnen wollen und überhaupt auch erst einmal den Kostenwert für diesen Zeitpunkt berechnen wollen und überhaupt auch erstmal nur berechnen wollen, wo hier eigentlich Stützstelle ist oder ob das eine Stützstelle ist oder nicht, dann müssen Sie sich algorithmisch, bis jetzt weiß man nichts anderes als algorithmisch, sich durch diese ganzen Stützstellen von rechts kommen durchzufressen. Für die erste Stützstelle, wo Sie minimale Kosten haben, kann man sich leicht überlegen, ist es ganz einfach, da eine Optimallösung zu berechnen. Und dann berechnen Sie schrittweise rückwärts hier immer eine Stützstelle, für eine Stützstelle nach der anderen die Lösung. Das ist das, was ich eben angedeutet habe, um für einen Zeitpunkt oder für einen Kostendeckel die optimale Lösung zu berechnen, müssen Sie im Prinzip ja nicht für alle unbedingt, aber mehr oder weniger für alle bis dahin die Lösung berechnen. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausflug. Ich will an dieser nur, dass Sie es mal gesehen haben, ich will an dieser Stelle nicht weitergehen. Also Sie sehen, der Output, der notwendig ist, ist immer noch endlich. Nur für jede Stützstelle brauchen Sie nur jeweils eine Lösung. Weil Sie haben Stützstellen, solche Stützstellen, weil sie Breakpoints heißen die im Englischen. Falls Sie das noch nicht woanders gesehen haben, wissen Sie es jetzt. Also auch in der Numerik haben Sie ja immer mit Stützstellen zu tun. Auch da redet man von Breakpoints. Hier in diesem Beispiel sehen Sie, warum man das Breakpoints genannt hat. Ja. Eben, das ist schön anschaulich. Und wir haben nur eine endliche Anzahl von Stützstellen. Ja, das ist nicht trivial, aber man kann es beweisen. Also es ist nicht von vornherein logisch, dass die Anzahl der Stützstellen endlich sein muss, aber es ist tatsächlich so. Gut, damit möchte ich Zeit-Kosten-Optimierung. Ach so, das waren jetzt Good News. Dass das Ganze eigentlich durchaus machbar ist. Bad News ist, dass der Aufwand doch ziemlich hoch ist, nämlich, dass die Anzahl der Stützstellen
durchaus exponentielle Größe haben kann. In der Theorie, im Worst Case. In der Praxis wird man wohl oft feststellen, dass die Anzahl der Stützstellen überschaubar bleibt. Aber theoretisch kann man Beispiele konstruieren, bei denen die Anzahl der Stützstellen exponentiell wächst. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Problem. Das wissen Sie ja. Gut, jetzt kommen wir zum Hauptteil. Hier bei unserer Betrachtung von Dauern, wo ich dann tiefer reingehen möchte. Jetzt die ersten Sachen waren eben nur an der Oberfläche. Jetzt werden wir tiefer hineinschauen. Bei stochastischen Dauern. Das ist ja ein wichtiger Fall. Denn sehr, sehr häufig wissen wir nicht hundertprozentig genau, wie lange ein Job dauert. Ja? Denken Sie wieder an Bauprojekte, ja, oder was Ihnen Handwerker sagen, wie lange die Arbeit dauert und was dann am Ende an Dauer herauskommt. Vom Budget mal ganz zu schweigen, aber eben nur mal die Dauer. Ja? Ist nicht von vornherein klar, wie lange ein Job immer dauert. In vielen, vielen Situationen ein nicht vernachlässigbarer Grad an Unsicherheit. Ja, natürlich, wenn Sie nun so ein bisschen Unsicherheit drin haben, dann können Sie sagen, pfeift drauf, wir tun so, als ob es diese Unsicherheit nicht gibt. Negligible, vernachlässigbar heißt, wir können drauf pfeifen. Eben. So, wie wird Unsicherheit in der Mathematik modelliert? Naja, durch Wahrscheinlichkeit, durch Stochastik. Auf Basis der Wahrscheinlichkeitstheorie. Der Begriff Stochastik ist Ihnen vertraut oder nicht? Eben als Oberbegriff für Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik und wer weiß wofür noch alles, was ich jetzt vergessen habe. Aber zumindest erstmal für Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. So, das heißt, wir haben nicht für jeden Job eine Dauer, eine fest als skalaren Wert, sondern wir haben eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Zum Beispiel, wenn Sie davon ausgehen, dass typischerweise ein Job 3 Tage dauert, dann haben Sie vielleicht eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, naja, mit 60%iger Wahrscheinlichkeit dauert es 3 Tage, mit 30%iger Wahrscheinlichkeit dauert es aber 4 Tage, mit 10%iger Wahrscheinlichkeit dauert es 5 Tage. Ja. Sowas könnte ein Beispiel aussehen. So, Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind Ihnen vertraut. Eben das, was ich eben gesagt habe, im diskreten Fall. Und ich denke, es reicht hier, sich den diskreten Fall anzusehen, denn wir werden typischerweise die Zeitachse diskretisieren. So, also. Die Verteilungsfunktion, hier geht es jetzt um die Verteilungsfunktion, will ich vielleicht auch noch mal kurz andeuten, damit wir da wissen, worüber wir reden. Neue Seite. So. Jetzt muss ich nochmal nachdenken, jetzt bin ich gerade rausgekommen. Verteilungsfunktion. Achso, was ist eine Verteilungsfunktion? Das ist sowas. Sie haben hier 0 bis 1. Ja. Sie haben hier irgendwo den kleinstmöglichen Wert, der von der Zufallsvariablen angenommen werden kann. Das war in meinem Beispiel die 3 Tage, die es mindestens dauert. Sie haben hier einen größtmöglichen Wert, der angenommen werden kann. Das ist in meinem Beispiel eben gewesen die 5 Tage. Und was Sie ganz allgemein haben, jetzt zeichne ich mal was nicht Diskretes, damit ich das schön stetig zeichnen kann. Was Sie da typischerweise haben, ist eine monoton wachsende Funktion. Das soll monoton wachsend sein. So. Die auf der Höhe 0 an der linken Grenze beginnt und auf der Höhe 1 auf der rechten Grenze endet. Und wenn ich jetzt hier irgendein x hernehme und gucke, was das hier ist, dieser Funktionswert, dann ist das hier die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsgröße, die hier
in diesem Intervall lebt, dass diese Zufallsgröße, die ich jetzt einfach mal mit ZG abkürze, dass deren Wert kleiner gleich x ist. Sowas ist Ihnen doch bekannt, nicht? Aus der Mathe 3 oder irgendwoher, oder nicht? Ich hätte jetzt mal erwartet, dass ich entweder eine Äußerung in Richtung Bestätigung oder eine Äußerung in Richtung Widerspruch sehe, verbal oder nonverbal. Gut, also offensichtlich ein gewisser Grad an Unsicherheit vorhanden. Okay. So, jetzt gucken wir uns den ersten einfachen Ansatz an, wie man die Unsicherheit eliminieren kann. Und das Interessante daran ist, oder ein wesentlicher, das Gewichtige an der Sache ist, dass das das ist, was man in der Praxis typischerweise tut, CPM-Methode, irgendwie sowas. Dinge, die in vielen Vorlesungen über Operations Research, also etwas, was in vielen Vorlesungen über Operations Research als der Standard dargestellt wird, wie man das in der Praxis zu tun hat. Und wir werden sehen, das ist der Zweck dieses kleinen Unterabschnittes, dass das sehr problematisch ist. So, wie sieht dieser First Simple Approach, dieser erste sehr einfache Ansatz aus? Wir haben jetzt für jeden Job eine Verteilungsfunktion, ja, weil wir nicht genau wissen, wie lange es dauert. Aber können wir sagen, okay, eine Verteilungsfunktion, jedenfalls in diesen einfachen Fällen, hat eine Verteilungsfunktion einen Erwartungswert. Ja, Expected Value, Erwartungswert, auch als Durchschnittswert, Mean Value, bekannte Literatur. Und wobei ich dazu sagen möchte, das Wort mean hat im Englischen durchaus eine negative Konnotation. The mean people, das gemeine Volk etwa. Im Deutschen an dieser Stelle nicht unbedingt eine negative Konnotation. Also bleiben wir lieber beim Expected Value, beim Erwartungswert. Das hat meines Wissens keine negative Konnotation im Englischen. So, dann nehmen wir einfach den Erwartungswert für jeden Job, dann haben wir feste Dauern, eben die Erwartungswerte. Die nehmen wir sozusagen als die Wahrheit, als die Dauern dieser Jobs. Ja, das ist dieser Punkt hier. Und auf diesen festen Dauern, die ja eigentlich nur die Erwartungswerte sind, aber die wir als die Wahrheit hernehmen, auf denen können wir dann ganz normal deterministisches Scheduling betreiben, wie wir es bisher gehabt haben. Wir haben auf diese Art das stochastische Scheduling reduziert auf deterministisches Scheduling. Und dann berechnen wir da unseren Makespan oder was wir da sonst berechnen wollen und sagen so, das ist jetzt die Wahrheit. Oder genauer gesagt, das ist der Erwartungswert für die Wahrheit. Wir sagen einfach, das ist der Erwartungswert für den echten Makespan. Oder für was wir immer berechnen wollen. Und nochmal zur Erinnerung, das ist das, was man so tut. So. Wir haben ein subtiles mathematisches Problem dabei. Nämlich, dass der Makespan basierend auf den Erwartungswerten der Jobs, was ist jetzt passiert? Kann es sein, dass da drüben jemand rumspielt? Ach nee, wie ist denn das? Eine Audioverbindung zwischen den beiden kleinen Hörsälen ist, glaube ich, nicht möglich, oder? Also, ist es möglich? Ah ja, dann hat wahrscheinlich jemand falsch, dann spielt da jemand falsch rum und versucht, jetzt kriege ich aber langsam Bedenken, was da passiert. Das hört sich nicht gesund an. War es das? Okay. Scheint gewesen zu sein. Na, ich hoffe mal sehr, dass der Audio von diesem Saal woanders hin zu übertragen, müsste man hier schon an die Konsole ran, nicht? Beziehungsweise vielleicht gibt es irgendwo anders noch die Möglichkeit. Naja, gut. Also, falls es jemand unbedingt mithören will, kann das vielleicht auch. So, der Makespan basierend auf den Erwartungswerten der Jobs ist nicht der Erwartungswert des Makespans. Ja, wir haben hier keinen Umtausch.
Ja, Sie kennen sowas, Limes- und Summenbildung, Limes- und Integralbildung. Manchmal kann man vertauschen, manchmal kann man nicht vertauschen. Hängt von den Voraussetzungen an und hier ab. Und hier kann man nicht vertauschen. Sondern noch schlimmer, der Makespan basierend auf den auf den Erwartungswerten der Jobs, der Jobdauern, also das, was wir eben als die Wahrheit hergenommen haben, der unterschätzt systematisch den Erwartungswert des Makespans. Das heißt also, es kommt gar immer vielleicht zufällig dasselbe heraus, aber wenn nicht dasselbe rauskommt, dann ist das, was wir berechnet haben, kürzer, ein kürzerer Makespan, erwarteter Makespan, als das, was wirklich der erwartete Makespan ist. Ja, da braucht man sich dann nicht zu wundern, wenn regelmäßig. Das ist natürlich nicht der einzige Grund dafür, dass regelmäßig Projekte über ihren Zeitplan hinauslaufen. Aber auch das ist ein Problem. Wenn Sie sich dafür weiter interessieren, also hier gucken wir uns das nicht weiter an, wenn Sie sich dafür interessieren, dann gucken Sie einfach nach dem Stichwort Jensens Ungleichung. Aus der Ungleichung lässt sich ziemlich schnell folgern, was hier als Behauptung steht. Will ich aber jetzt hier nicht weiter darauf eingehen. Das sprengt den Rahmen dieser Veranstaltung. So, wir haben jetzt hier ein einfaches, ganz einfaches Beispiel, um zu zeigen, wie dramatisch diese Unterschätzung werden kann. Also wir haben ganz einfach eine gewisse Anzahl von Jobs, N nenne ich die, lasse ich offen. Wir haben eine ganz einfache Struktur des Projekts, nämlich gar keine Struktur. Wir haben keine Reihenfolgebeziehung drin, wir haben keine Ressourcenbeschränkungen drin. Wir haben nur N Jobs. Das heißt, wir können, der optimale Schedule ist, dass wir alle Jobs gleichzeitig am Anfang starten lassen. So, wie sehen diese Jobs aus? Wir geben jedem Job Dauer von 1, 2 oder 3 Tagen. Zeiteinheiten könnten zum Beispiel Tage sein und sagen ganz einfach, die Dauer jedes Jobs ist, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Job einen Tag, 2 Tage oder 3 Tage dauert, ist jeweils ein Drittel. Die übliche Voraussetzung in der Stochastik in vielen Situationen ist, dass die Jobs stochastisch unabhängig sind. Das heißt, ob der eine Job Dauer einen Tag, 2 Tage oder 3 Tage hat, hat keinen Einfluss darauf, ob ein anderer Job Dauer einen Tag, 2 Tage oder 3 Tage hat. So, das heißt, es lässt sich ganz leicht herausfinden, was der Erwartungswert ist für jeden Job, nämlich 2. Ja, wenn 1, 2 oder 3 Zeiteinheiten jeweils mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel vorkommen kann, dann ist der Erwartungswert natürlich der mittlere Wert, die 2. Und wenn alle Jobs gleichzeitig am Anfang starten, dann ist der, und wir setzen jeweils die Erwartungswerte für die Jobdauern ein, nämlich 2, dann sind alle Jobs zum Zeitpunkt 2 zu Ende. Der Makespan ist 2. Okay, soweit, so gut. Jetzt gucken wir uns das an. Jetzt berechnen wir es mal richtig. Ich will Ihnen, bevor wir hier in diese Zahlen einsteigen, auch eine Begründung dafür liefern, warum der echte Erwartungswert ziemlich schnell gegen 3 konvergieren muss. Und zwar folgendes. Gehen wir nochmal zurück. Jeder Job hat Dauer 1, 2 oder 3 Zeit. Ups, so war es nicht gemeint. Jeder Job hat Dauer 1, 2 oder 3 Zeiteinheiten mit jeweils gleicher Wahrscheinlichkeit. Und jetzt lassen wir n gegen unendlich gehen. Also wir lassen n immer größer werden. So. Mit überwältigender Wahrscheinlichkeit, mit immer weiter wachsender, sehr stark, sehr, sehr schnell mit gegen 1 wachsender Wahrscheinlichkeit, wird es mindestens einen Job geben, der Dauer 3 hat, nicht? Die Situation, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben 1 Million Jobs, jeder mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel, jeweils 1, 2 oder 3 Tage. Es ist praktisch nicht möglich. Es ist mit astronomisch geringer Wahrscheinlichkeit nur möglich, dass alle diese 1 Million Jobs nur Dauer 1 oder Dauer 2 haben. Irgendeiner wird Dauer 3 haben. Natürlich nicht nur einer, sondern sehr viele. Das heißt also, wenn wir n groß werden lassen, dann wird ganz schnell der Erwartungswert des Makespans gegen 3 gehen. Und
Das, was wir hier berechnet haben, ist hingegen Dauer 2. Das heißt, eine Überschätzung um 50%. In diesem einfachen kleinen Beispiel, wo Sie mir zustimmen werden, solche Endjobs, wenn Sie sich einen größeren Projektplan mal anschauen, solche Endjobs, die unabhängig voneinander sind, die werden Sie da drin irgendwo schon mal finden. Also wir sind nicht unrealistisch hier, wir sind nah an der Realität dran mit diesem Beispiel. Es ist kein pathologisches Beispiel, wo man sagen würde, naja, der Weiher hat da jetzt irgendwas hingebastelt, in dem Fall sieht das ja so aus, aber in echten Situationen sieht das alles ganz anders aus? Nee, leider nicht. So, das vielleicht nochmal ganz kurz, und dann sind wir auch für heute am Ende, nochmal ganz kurz besprochen, wie man diese heuristische Argumentation auch mathematisch unterfüttern kann. Wenn wir den, wie sieht der Makespan aus? Unter welchen Umständen kann der Makespan 1 sein? Bei n Jobs. Er kann 1 sein, wenn alle Jobs Dauer 1 haben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Für jeden einzelnen Job ist die Wahrscheinlichkeit ein Drittel. Und da die Jobs alle unabhängig voneinander sein sollen, können wir die Wahrscheinlichkeit multiplizieren. Das heißt, wir haben ein Drittel hoch n. Für die Wahrscheinlichkeit dafür, dass n Jobs alle nur Dauer 1 haben. So, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Makespan Dauer 2 hat, dass der Makespan 2 ist? Das heißt, was ist das Ereignis, dass Makespan Dauer 2? Das heißt, alle Jobs müssen Dauer 1 oder 2 haben. Keiner darf Dauer 3 haben. Aber mindestens einer muss Dauer 2 haben. Ja, wenn alle Dauer 1 nur haben, dann sind wir wieder bei Makespan 1. Makespan 2 heißt, alle Jobs haben Dauer 1 oder 2 und mindestens ein Job hat Dauer 2. Das können wir auch mathematisch ausdrücken. Das hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Jobs Dauer 1 oder 2 haben. Ja, 2 von 3 Fällen, also 2 Drittel für jeden einzelnen Job hoch n, weil wir n Jobs haben, die unabhängig voneinander sind. Und davon ziehen wir die Wahrscheinlichkeit ab von dem Ereignis, dass alle Jobs Dauer 1 haben. Das hatten wir schon hier oben. Diese Wahrscheinlichkeit müssen wir abziehen. Dieses Ereignis müssen wir ausschließen, denn das ist das Ereignis, dass der Makespan eben Dauer 1 hat und nicht, dass der Makespan eben 1 ist und nicht 2. Und Makespan Dauer 3 ist dann eben das komplementäre Ereignis. Ja? Das ist das Ereignis, dass der Makespan 1 oder 2 ist, die Wahrscheinlichkeit dafür. Nämlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Makespan 1 oder 2 ist, ist gerade die Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle Jobs Dauer 1 oder 2 haben. Und das komplementäre Ereignis, dass der Makespan Dauer 3 hat, ist eben 1 minus dieser Wahrscheinlichkeit. Der Erwartungswert ist wie immer Dauer 1 mal Wahrscheinlichkeit für Dauer 1, Dauer 2 mal Wahrscheinlichkeit für Dauer 2, Dauer 3 mal Wahrscheinlichkeit für Dauer 3, jeweils aufsummiert, das kennen Sie ja. Und wenn man das mal ausrechnet, ich habe das nur für ein paar Beispiele mal gemacht, sehen Sie, bei n gleich 15 sind wir schon ziemlich nah bei der 3 dran. So, also Sie sehen, nicht alles, was man in der Praxis so macht, ist wirklich eine gute Idee. Anhand dieses Beispiels mal wieder. Dann möchte ich an dieser Stelle, wir sind mit der Zeit um, dann möchte ich an dieser Stelle mit der Vorlesung schließen und wünsche Ihnen noch einen schönen sonnigen Resttag. Leider ist wohl der Wetterbericht fürs Wochenende nicht so gut. Ja. Aber genießen Sie vielleicht heute und morgen noch ein bisschen die Sonne. Das können Sie ja verbinden mit dem Anhören der Vorlesungsaufzeichnung oder Ähnlichem. Oder Arbeiten an den Übungsblättern oder so. Sowas kann man ja auch in der Sonne oder im Schatten, wenn Sie lieber nicht in die Sonne gehen wollen, dann auch machen. So, für heute möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Würde mich freuen, Sie nächstes Mal auch wieder hier zu sehen. Also, bis dann.